Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute hier einen Mod vorstellen. Hier handelt es sich um ein MTZ 1221 Belarus. Ja, heute mal wieder was für ein 19er Mal. Ja, das gute Stück hier kostet 32.300 Euro in Anschaffung, so wie es dasteht. Und wir haben hier eine Geschwindigkeit von 35 km/h und ein Tankvolumen von 135 Liter, eine Leistung von 130 PS, entsprechend 96 kW. Wir haben hier Farbwahl, wie du hier siehst, verschiedene Farbtöne hier. Also außer natürlich hier von natürlich hier den Landwirtschaftssimulator. Jetzt haben wir hier das also Design hier, wie wir sehen. Hier haben wir den MTZ 1221 Serax. Dann haben wir den MTZ 1221.2, wie wir sehen hier mit dem Design, da ändert sich jetzt hier innen drin das Cockpit auch ein bisschen. Dann haben wir hier den Tropic, dann wieder hier Standard, auf wo wir am Anfang hatten. So, jetzt hier haben wir hier die Glasscheiben hier so, dann können wir sie natürlich hier auch mit getönt das Ganze hier haben. Dann jetzt hier also mit einem Schriftzug MTZ Belarus, also hier von den Hersteller her. Dann das Ganze noch in Schwarz-Weiß. Dann jetzt hier mit diesem Schriftzug. Dann das Ganze hier natürlich getönt, wie wir hier sehen. Dann als nächstes hier haben wir ein Frontgewicht gleich von 440 Kilo. Dann hier mit 450, 0 Kilo. 360, 440, 450. Dann hier, natürlich gibt es hier noch was mit Lichter. Da haben wir jetzt hier Design 1. Dann hier vorne dazu bekommen. Das Ganze. Nochmal weg, dass wir es sehen. So haben wir die Größe natürlich. Dann jetzt hier oben und dann hier hinten, wie wir das sehen. Dass sich das ändert mit die Zusatzscheinwerfer. So. Dann jetzt wieder hier vorne. Und dann haben wir hier oben und wieder das hier unten anders da. Also es gibt hier mehrere Stufen, wie wir hier sehen. So. Jetzt machen wir das mal so her. So mal. Den wählen wir uns nachher so aus. Ich habe ein paar mal schon gekauft. Dann haben wir jetzt hier die Möglichkeit, hier uns einen anderen Luftfilter, der geht so seitlich rauf, hinzuzufügen. Das sieht aber auch interessant aus, wenn man hier die verschiedenen Varianten nimmt hier. Also, sieht schon mal sehr interessant das Ganze aus. Bleiben wir aber hier beim neuen Modell erstmal. So, dann jetzt hier kann man eine Frontladekonsole hinzufügen. Weiß aber jetzt nicht, was das für eine ist. Keine Ahnung, steht leider hier bei dem Mod nichts dabei. Das finde ich irgendwie ein bisschen blöde. Dann haben wir jetzt hier, ja, einen zusätzlichen Kraftstofftank, dann hast du hier 245 Liter und dann hier Ruf, dann haben wir hier Exportvision vom Dach her. Jetzt haben wir hier wieder normal, dann hier dieses. So, dann als nächstes hier können wir uns andere Spiegel hinzufügen, wie wir sehen. Also haben wir hier größere. So. Letzte noch hier Reifenvariante haben wir jetzt hier Terra Truck und hier vorne so Schlammreifen oder was das sein soll. Dann haben wir jetzt den Standard. Dann haben wir Zwillingsbereifung hinten. Dann jetzt hier wieder Breitreifen. Dann haben wir Breitreifen allgemein drauf. Dann sind wir hier, haben wir diese Reifen drauf. Naja, ich sag mal so, das ist Geschmackssache, das ist meine persönliche Meinung. Dann hier Pflegebereifung. Dann hier haben wir Zwillingspflegebereifung hinten. Dann wieder die Terra-Bereifung. Ja, wir kaufen die mal so. Ich habe mir schon ein paar Mal gekauft, dass man auch so haben. So, nehmen wir jetzt das Ganze so her. Die Varianten, die ich jetzt gekauft habe. Hier mit die Zwillingspflegebereifung. Schon mal wirklich sehr interessant, das Ganze. So, starten wir mal die Hütte. Steigen wir nochmal aus gleich. So. Da sehen wir, das Lenkrad geht rauf, ist immer wieder ein, kommt das Lenkrad runter und hier die Handbremse löst sich. Wir können hier jetzt mit der mittleren Maustaste, gibt's Macht auf die Spiegel, könnt ihr die Spiegel ein bisschen einstellen.
Kannst nicht einzeln einstellen, kannst nur zusammen einstellen. Dann haben wir mit beiden Maustasten, kannst du hier den Hitchhaken hinten rauf und runter schieben. So, mal hier mit den Füßen arbeiten wir. So, dann sehen wir jetzt hier Reifenspur, Staub und Spuren machen wir auch. Dann testen wir gleich jetzt hier unsere Kupplungen natürlich. Und natürlich unsere Schläuche. Das haben wir jetzt, das passt. Also sehen wir hier Hitchhaken. Blendet es auch aus. So. Jetzt natürlich vorne wieder. Dann ran. Ja. So, sehen wir jetzt hier. Das passt hier auch. Jetzt kommt uns ein Kugelkopf. Das sehen wir jetzt hier. Lüfter ist auch vorne animiert. So, mal schauen wir, dass wir hier besser rankommen. Je nachdem, was natürlich hier die Kollision zulässt. Uah, falsche Richtung. Sehen wir hier vorne haben wir keine Attacher. Sehen wir hier, Kardanwelle ist animiert. So, testen wir gleich hier unsere Achse, wie viel Spiel die natürlich hat. Sehen wir jetzt hier, hat Spiel. Können wir gleich eigentlich mit diesen hier unseren Lichttest machen. Dann haben wir das also schon mal erledigt. Danach schauen wir uns die anderen noch mal an. So. Ah, mal so ein bisschen Umstellung immer hier von, also von 22er, als sich langsam dran gewöhnt hat. Wieder hier auf 19er natürlich. So, sehen wir jetzt hier. Ah, Rundumleuchte funktioniert. Blinker, wie wir sehen, hier funktioniert, macht hier auch, also hier den Schein natürlich. Schauen wir mal nach innen rein. Sehen wir jetzt hier. Blinker. Also es bleibt sich gleich, wenn ich jetzt den Warnblinker mache oder den normalen Blinker mache. Da also hier geht also oben die Kontrollleuchte hier allgemein. Aber unten haben wir noch eine, wie wir sehen hier, für die einzelnen. Jetzt normales Licht schalten. So, vorne mit nur mit 5 und jetzt da hinten haben wir hier nur mit 6. Gehen wir mal in die Außenansicht natürlich ran. Cool finde ich bei ihm, ja, er hat hier Wert drauf gelegt, wie wir hier sehen, mit den Scheinen hier auf die Schmutzfänger hinten und auf dem Boden natürlich. So, jetzt hier sehen wir den Kegel natürlich ganz gut gemacht, hier mit 2 Kegel hinten. Vorne sehen wir auch das ganz gut. Dann hier uns Fernlicht, wie wir sehen. Wie sich das hier ändert. Also das finde ich wirklich sehr gute Arbeit. Hupe. So, jetzt gehen wir natürlich gleich hier in unser Tagesprogramm wieder über. Gehen natürlich hier wieder auf unsere Tagschicht natürlich. Oh, dann kann man auch gleich hier bei diesem Modell hier uns mal den Verschleiß mal anschauen. So, das sind wir jetzt, so sieht er jetzt aus. Hier total alt. Gammelt schon fast hier. Er fällt auseinander. Nein, nein. Er sieht nur schön alt aus. Wie wir es gerne natürlich vielleicht möchten. Jetzt die hier. Den machen wir mal schmutzig, würde ich mal sagen. Ja. Saugen wir es auch richtig ein. Da sehen wir jetzt, so sieht er aus. Natürlich. Aber ich muss wirklich sagen, mit die Bereifung, das ist wirklich eine Geschmackssache. Es gibt vielleicht welche, die mögen sowas, aber ich weiß nicht wirklich so recht. Aber es muss jeder für sich selber entscheiden. Naja, und schließlich ist es ja auch nur ein Spiel. So, dann jetzt hier. Haben wir jetzt den jetzt. Mit dem Luftfilter oben. Schauen wir mal mit denen hier, wie schnell wir werden. Ja, 45 km/h machen wir. Ich finde das echt heiß. So,
cool finde ich natürlich das Ganze. Das ist jetzt auch der hier. Also wenn man jetzt sich seitlich das anschaut. So, da haben wir jetzt hier den größeren Tank auch. Eins, was mich wundert, warum jetzt die Leitungen durchgehen. Ich glaube, wir haben hier hinten noch einen mit dem Frontlader. Irgendwo, glaube ich. Schauen wir mal. Haben wir noch einen da mit dem Frontlader? Hallo? Hier auch ein Frontlader. Vielleicht ist es ja der. Jetzt sehen wir hier. Das ist ja ohne Frontlader. Das ist der größere Tank. Und also, da gehen jetzt die Leitungen vom Frontlader durch den Tank durch. Das ist das Einzige, was mir nicht ganz gut gefällt. Aber das ist ja nur eine optische Sache, natürlich. Und das hat ja nichts mit dem Spiel selber zu tun, dass das Spiel beeinträchtigen tut. Ja, aber wir schauen jetzt das Ganze mal an hier, die Lok mal an. Da sehen wir hier, die Lok hier ist ja fehlerfrei. Ich finde es super toll. Ich hoffe, euch hat natürlich hier mein Video natürlich gefallen von natürlich mal wieder LS19. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, natürlich würde ich mich freuen hier über einen Daumen nach oben. Hiermit sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.